Hallo! Hi! Ich bin heute hier mit Maria. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram unter Fräulein Helene. Schreibe ich mal irgendwo hier hin. Die immer Starbucks mit Simi. Ja. Meine Starbucks-Freundin. Ja. Und YouTube-Neuling. Ja. Sie war schon mal in einem Video mit uns in dem Autohall, ne? Ja. Sonst aber noch nicht. Nee, es war der einzige. Einmal habt ihr noch über mich geredet. Ja, dass sie sich mit uns mal schminken soll, mit Lisa und mir. Und das machen wir jetzt heute. Ja, wir werden einfach mal so ein kleines Get Ready with Us machen. Und ja, so alltagsmäßig oder halt so, ich weiß nicht, wie nennen wir das? Go-To-Make-up, keine Ahnung. Oder wie würdest du es nennen? Ja, doch. Ja, wir haben uns überlegt, eventuell was mit der Galaxy Chic Palette zu machen, weil die Maria hat die jetzt auch neu gekauft. Ja, hier. Das ist lustig, die Zahl zu sehen. Ja. Wie uns ist aufgefallen, dass die unterschiedlich sind. Vor allem hier. Sun sieht bei mir so aus. Das ist total dunkel. Toll. Weil also die Lampe etwas weiter vorne. Und ihr ist es viel roter. Das haben wir nicht damals. Ja. Ja. Genau. Aber es ist mir nicht ganz sicher, ob die Maria die Lampe verwenden wird, weil wenn sie sich normal schminkt, macht sie das eher leer. Richtig. Weil ich morgens auch immer viel zu verdatscht bin. Verdatscht? Und Lidschattenmäßig ziemlicher Neuling bin. Deswegen wissen wir nicht, ob wir es mit ins Video packen oder nicht. Aber mal sehen. Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, weil das Video bestimmt sowieso super lang werden. Okay, vielleicht. Ja. Ich beginne mit meinem Skin Perfection Serum von L'Oreal. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist meine Haut nicht so gut im Moment. Das war auch mal anders. Aber ich bin dabei, das jetzt wieder verändern zu wollen. Und benutze deswegen als Tagescreme die Everklar von La Roche-Posay. Posay. Weil die extra für so eine Haut, wie ich sie habe, ist. Genau. Ich habe noch einen Swatch auf den Handrücken. Gut. ich benutze auch den Shine Killer von NYX für die Stirn. Den mag ich echt gerne, weil der killt den Shine. Ja. Tut der wirklich? Was für eine Überraschung bei dem Namen. Ja. Da gibt es wohl auch einen Pore Minimizer und der soll wohl sogar besser sein als der von Benefit, habe ich jetzt gehört. Also vielleicht schaue ich mir den mal genauer an. Also mache ich auf die Nase und hier oben. Maria hat übrigens total tolle Wimpern. Ich bin voll neidisch. Immer die sind richtig so. Und bei mir kann ich machen und tun, was ich will, und man sieht drauf. Ja, aber bei mir auch nur, wenn ich viermal ein Tusche hintereinander. Ja. Aber wenn ich einen Eyeliner drauf mache, sieht man die gar nicht mehr. Und bei dir sind die trotzdem immer nur so. Bin ich sehr neidisch. Also, um zu zeigen, was du meinst. Ich habe aber schon mal ein Backup, aber erstmal wird das aufgebraucht. Die ist sehr gut. Ich mag die sehr gerne. Ich glaube, ich fange schon mit Lidschatten einfach an. Ich möchte gerne Moon, Cosmic und Pluto verwenden. Das sind die beiden hier unten und hier oben der da. Und wie genau? Schauen wir mal. Ich nehme Moon, Milky Way, nee, Cosmic und Pluto. Aber die Maria, die ist halt auch mit den Lippen immer sehr präsent, was ich eigentlich eher nicht bin. Ich habe das eben dann eher so auf den Augen. Ja, und deswegen überlege ich einfach ein bisschen aufs bewegliche Lid was von Mercury oder Mars zu tun. Halt einfach ein bisschen neutraler, dass ich dann, wenn ich gleich die Lippen mache, vielleicht ein bisschen mehr nehme. Bin ich gut. Du bist gar nicht ein Bild, Süße. Ja, ich nehme jetzt Pluto, das ist eben dieser dunkle Ton. Und gebe mir den Wegbreite. Das ist mir zu hell jetzt. Um die Wegmal zu machen. Das ist schön. Steht dir. Dankeschön.
Ich weiß aber nicht, ob ich im Beast noch ein bisschen von Pluto packen soll. Ich verblende jetzt das erstmal. Hat sie ja neu schon mal. Ja. Sie meinte, das sieht sehr schön aus. Konnte das aber leider auf dem Foto noch nicht einfangen. Ich habe es versucht, dir nicht zu zeigen, aber es ist mein Handy wollte nicht. Ich verblende jetzt erstmal ein bisschen. Mit dem unsauberen Sueva 227er, der mal in der Glamour? Nee, Glamour war das nicht. Oh. Was war das denn? Cosmopolitan? Das war die Cosmopolitan, glaube ich, ja. Die hatte jetzt die The Real Mascara auch drin, ne? Mhm. 20er? Ja. Nur leider hast du aber schon. Nee, ich habe die letztens auch erst gewaschen, nur dann habe ich den Look geschminkt, den von dem Simi gerade eben gesprochen hat. Deswegen sehen die so aus. Ja, ich habe gedacht, wenn die Maria jetzt heute kommt und wir hier das schminken und ich wusste ja nicht, was sie für Pinsel hat, kann ich ja nicht die total angeschmanderten Pinsel hier noch haben. Angeschmandert. Das hört sich nicht schön an. Da habe ich gedacht, mache ich das mal. Jetzt sind sie aber doch zum Glück. Zum Glück. Ja, weil sonst wäre es ja noch knapper geworden. Foto. Drauf. Bisschen. 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 Ich nehme jetzt noch die Naked-Palette zum Verblenden. Ich stehe sonst mal vor einem großen Spiegel und schminke mich das jetzt total komisch mit so einem kleinen. Ich kann das nicht machen vor einem großen Spiegel. Da komme ich überhaupt nicht klar. Ja, Naked nehme ich. Das ist dunkel genug. Ja. Ehrlich sagen. Nicht dunkel. Achso, ja. Was passt denn da jetzt noch drauf? Neptune. Ich sag immer, das ist blau. Da. Den mische ich mit Pluto. Was? Hier? Nein? Was sagst du? Ach, bei dir! Ja, ja schön! Geht? Ich hab gedacht, du sagst bei mir jetzt was, weil du gesagt hast, du guckst und dann guckst du mich nur an. So. Nein, sehr schön. Ne? Hier ist schön. Ja? Mhm. Kann man so lassen. Kann man so lassen. Auch aufgefallen, ne? Total unterschiedlich aufgefallen. Oh mein Gott. Lassen oder sieht das so gut? Ja? Ich vertraue dir. Gib mir was ab. Von dem Nivea Aftershave Balm Sensitive Weiser. Ich meine, ne? Aber das hat ganz schön. Benutzt du denn? Ja. Erzähl doch mal. Ja. Das sieht aus. Ich benutze als Make-up, jetzt kennst du das voll, das von Dr. Baumann. Das gibt es nur bei der Kosmetikerin zu kaufen, weil ich im Moment so eine hohe Deckkraft brauche. Und das ist kein Make-up, sondern ein Camouflage. Ich habe es auch schon total gerockt, wie man sieht. Und es ist erst 1,5 Monate alt. Ja, gefällt mir im Moment aber total gut, weil es wirklich meine schlimme Haut abdeckt. Falls ihr jedoch wisst, so an Drogerieprodukten, eine gute Foundation mit hoher Deckkraft, die nicht so cakey aussieht, immer her mit den Kommentaren unter dieses Video, bitte. Ja. Ja. Wären wir euch sehr dankbar. Genau.
Ich verwende die Super Stay Seidig Make-up Foundation von Maybelline. Mit dem Schwämmchen. Genau, da ist ein Schwämmchen mit dabei und man soll das auch mit dem Schwämmchen auftragen. Ich mache es jetzt nicht feucht, weil das Camouflage ist sehr pastig und sonst verbindet sich das nicht gut miteinander. Catch the Glow in die Gegenzähne. Achso, wer es wissen möchte, das ist übrigens die Artikelnummer 7014 in Karamell. Karamell? Ja. Krass. Witzig, ne? Ja, eine Karamell ist mal immer so als Zucker. Ja, aber die haben auch irgendwie 16, 17 Farben und ist Naturkosmetik. Ohne Gedöns. Ohne Gedöns und frei von Tierversuchen auch. Ja, das ist schön. Den ich mir auch noch mal auf die Unreinheiten packe. Ich habe da im Moment den Stay Natural Concealer von Essence, weil ich da auch noch nicht so meinen heiligen Gral gefunden habe. Auf der stetigen Suche nach der richtigen Kosmetik. Gibt es da viele Farben? Nee, ne? Wahrscheinlich. Nee, gibt es nur 3 Farben, glaube ich. Aber für mich natürlich. Ich komme mit Concealer gar nicht zurecht, ne? Ich habe da keine Ahnung, wie ich das verwende. Halt viele nutzen das ja mit dem Grün und so. Da komme ich zum Beispiel nicht klar. Habe ich mir am Anfang auch gedacht, so, what? What? Aber es passt ganz gut. Dann nochmal zu den Konzepten, oder? Ja, also, das soll sich alles ein bisschen mattieren. Und ich finde, das ist halt keine mattierende Rutsche. Hier oben brauche ich das. Ich glaube, meinst du, das ist dunkel. Obwohl, es ist zu nett. Zu nett. Zu nett. Du kannst es gern probieren. Es ist nicht schwarz. Ich pudere jetzt ab mit dem Soft Compact Puder von Manhattan in der Farbe Fable. Das ist die Nummer 2. Also das Camouflage an sich hält schon gut den Tag über. Aber mir ist das dann nicht kacke beim Pudern. Aber mir ist das dann doch lieber, das noch einmal mehr abgepudert zu haben. Ich war mal einen Moment. Kein Problem. Ich möchte mir nur kein Auge ausstechen. Kannst du wieder kajalen? Kajalen? Das ist ein schönes Wort. Ne? Ja, den von Catrice. Den braun. Ja. Nein, ich habe diesen Kajal auf oben versucht vorhin, die obere Wasserlinie zu machen und dann so Glitzerblätter dran. Das ist nicht so geil. Das wird eigentlich nicht so angenehm. Mal probieren. Achso, du bist dabei. Das
Naja. Und da habe ich noch diesen Catrice Fixen Brow Wax-Dings. Wax. Den habe ich relativ neu. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, ob der wirklich was tut. Ich soll das halt irgendwie alles ein bisschen fixieren. Und jetzt macht er mir einen ganz guten Eindruck. So, Augenbrauen. Ich glaube, ich mache schon weiter mit den Wimpern. Ich habe eine Auswahl hier. Ich verwende immer gerne Wimperntuschen mit dieser von Essence, weil die trennt irgendwie die Wimpern. I like long lashes. Das kann. Mhm. Und davor entweder die Real von Benefit oder die Falsies Push Up Drama Mascara. Ich glaube, ich verwende heute diese hier von Maybelline. Man könnte da auch mit Wimpern gehen, aber das mache ich nicht. Ich benutze als erste die Multi Action, weil das für mich immer eine ganz gute Grundierung ist. Und als zweites die, was ist das, von Catrice, die Luxury Lashes. Da, wenn die neu ist, gibt die extrem viel Produkt ab. Das ist ein bisschen nervig, weil dann verklebt es wirklich und das mag ich nicht, wenn ich dann so dicke Fliegenbeine habe. Aber wenn man da vorher eine drüber drauf hatte und die dann drauf fühlt, ist das Ergebnis ganz schön. Ich bin sehr gespannt. Beziehungsweise ich weiß ja, wie meine Wimpern aussehen, nachdem ich sie getuscht habe. Falsies Push-Up Drama. Drama. Ich immer ein Germany's Next Topmodel. Die Handtasche muss leben. Guck mal, ich mache mir im Gesicht voll. Woher kommt Und du machst die ganze Hand mit. Habe ich noch irgendwo was? Nee, ne? Ja, ohne Tasche keine guten Tische, oder was? Genau, die Handtasche muss leben. Die eine ist ja jetzt auch beim Dschungelcamp. Von der vorletzten Staffel. Fremdchen. Ich hab Fernseher, ich hab kein Fernsehen. Ich glaube, es geht so. Das, jetzt hab ich mir auch die Hand voll gemacht. Das meine ich mit. Daher unfassbar viel Produkt mit raus. Krass. Das ist mega. Ich glaube, das kommt von den Zeilen. Ja. Jetzt sind wir der Sache wenigstens auf die Spur gekommen. Ich komme nicht hoch. Die Mascara macht ja echt schöne Wimpern. Das sind drei verschiedene. Aber das liegt an der neuen. Ich sehe deine Wimpern ja auch öfter. Ja, das klingt, ich sehe deine Wimpern öfter. Ich sag's euch einfach nicht. Ich werde heute Lars Orgasm verwenden. Nein, ich bin von die Eschkosmetik. Aber ich mag jetzt ja keine Highlighter. Und da gehe ich ein bisschen in die beiden Produkte. Komm, was schreibt euch. Das ist riesig. Guck mal, jetzt ist so groß wie dein Kopf. Nichts. Ich wollte nur sagen, solange die sind highlighted und konturiert. Und ruschiert. Ruschiert! Moment, ich muss noch ruschieren. benutze ich schon. Oh, mein Magen hat geknurrt. Benutze ich jetzt als letztes von Chanel. Das Rouge. Das Rouge, den Rouge. Oh Gott, da hört es bei mir auf. In der Farbe Imprévu. Den gibt es leider nicht mehr. Ich gucke in 1000 Douglas-Filialen.
Und er ist nicht mehr auffindbar, aber er ist so, so schön. Und ich zehre da, glaube ich, auch schon 2 Jahre dran oder so, weil ich den nicht aufbrauchen möchte. Das ist aber auch richtig schön. Ich glaube, ich bin fertig rougiert. Kutti! Ein bisschen dunkler geworden. Ob ich jetzt Richtung Braun gehe oder nur einen leichten Gloss mache? Braun. Braun? Das ist von Inglot die Farbe 295. Kann man das sehen? Weiß nicht. Was sieht man da draußen aus? Fangen wir dabei erst mit dem Kopf. Vom Autohaul. Autohaul gezeigt. Sehr gut. Stimmt. Können wir auch nochmal hier oben verlegen. Das Licht ist grandios. Aber wir hatten Spaß. Echt auf dem Beispiel? Ich glaube, darum habe ich sie mir gekauft. Aber ich bin mir nicht. Aber da geht, nein, von denen geht nur eine Farbe aus dem Sortiment. Und zwar die ganz linke. Und die ganz linke ist dieses helle Nude. Frag mich jetzt aber nicht nach dem Namen. Also, vielleicht gibt es sie da noch. Stimmt, der ist von Autohol. Und ich glaube, wir sind zum Inglot rein, weil ihr was haben wolltet. Und dann bin ich mit die Lisa, alles Lisa. Alles Lisa. Und dann bin, ich mit 2 Lippenstiften raus. Ja, ich habe noch auch ein Rouge, ne? Oh, das ist auch mega schön. Was sagt ihr? Auf jeden Fall, oder? Geh mal näher, genau. Genau. Das ist jetzt der fertige Look. Der fertige Look. Sieht schön aus. Danke schön. Mega. Ich hatte den viel Corner in Erinnerung. Ja? Mhm. Ich hatte den nicht so glossy in Erinnerung. Schön. Ja, du bist jetzt matt gewöhnt, weil du so viel matt in der Sitzung. Stimmt, ich trage extrem viel matt im Moment. Das ist auch schön. Danke schön. Ja, ich bin Lila. Fertig, Sommer. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das ist nicht 300 Jahre lang geworden. Wenn doch, hoffe ich, dass ihr es trotzdem gerne geguckt habt. Und ich hoffe, die Maria ist bald wieder dabei. Vielleicht. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge, was wir zusammen drehen könnten. Dann gerne in die Kommentare, weil Maria ist willkommen so oft. Ja, das ist immer noch Sachen an den Fingern. Warte. Da. Lachen vor allem. Lachen ist gut, ne? Ja. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ich mach das mal von dem Teiltisch, weil das macht. Warum bist du denn so groß? Normal bist du die Große. Ich hasse diese Hörnchen. Willst du noch mal wieder ein bisschen ranholen? Ja. Oh. Okay, ich finde das aber auch immer komisch, wenn jemand anderen dabei ist, wenn er mir nicht wieder anfangen soll. Ich weiß das auch nicht. Wer Musik im Hintergrund hört, das ist übrigens mein Freund. Mit klassischer Musik. Ja. Sehr entspannt. So, okay, fangen wir an. Ist das ein Hund? Nein. Sind das Menschen?